Hallo und herzlich willkommen zu COMTV, der Morning Show live hier von der Messe. Heute dreht sich alles um das Thema Personal und Organisation. Was es mit Microsoft 365 auf sich hat und wofür Sie Agree 21 Communities benutzen dürfen, dazu gebe ich jetzt ab an meine Kollegen. Viel Spaß! Wir zeigen hier am Arbeitsplatz der Zukunft die neue Microsoft 365-Plattform, die wir unseren Kunden bereitstellen. Das beinhaltet zum einen Outlook, auch die Migration von Notes nach Outlook und Exchange, aber auch Kommunikation, Kollaboration auf der Plattform mit Teams. Diese Sachen zeigen wir live an einem Demo-Arbeitsplatz. Also die Anbindung einer Public Cloud, der Microsoft Cloud-Plattform, ist was ganz Neues für unsere Banken. Wir als Atruvia werden für unsere Banken die Administration und die Security übernehmen und stellen einen sicheren Zugang zu dieser Cloud in der Microsoft-Welt zur Verfügung. Also der Vorteil der Microsoft 365-Plattform ist die starke Integration der unterschiedlichen Tools. Also alle Tools, die auf der Microsoft 365-Plattform angeboten werden, integrieren sich voll ineinander. Das heißt, ich habe das Mailing, Kalender, Kontakte, Aufgaben, habe aber auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, direkt über Chat oder Audio- und Videokonferencing direkt mit meinen Kollegen in Kontakt zu treten. Habe dann auch die Möglichkeit, in Teamräumen zusammenzuarbeiten, kann dort Dateien teilen. Man sieht dann, welcher Mitarbeiter gerade an welcher Stelle des Dokuments eine Bearbeitung vornimmt. Das ist schon ein ganz starker Unterschied zu dem, wie wir heute arbeiten. Viele Kunden freuen sich auf diese neue Microsoft 365-Welt und der breiten Einsatz wird so Mitte nächsten Jahres beginnen. Wir haben jetzt schon parallel zur COM eine Community freigeschaltet, wo sich jeder mit aktuellen Infos immer versorgen kann. Wir werden Webinare machen, Schulungen anbieten. Auf der ganzen Ebene im Prinzip versuchen, alle Leute mitzunehmen. Bei uns am Arbeitsplatz sehen wir Agree 21 Communities als Bankintranet und in Verbindung mit Microsoft 365, insbesondere mit Teams, um den wissensbasierten Ansatz von Agree 21 Communities mit dem kommunikationsgetriebenen Ansatz der Microsoft-Welt zu vereinen. Der Vorteil für unsere Kunden, Agree 21 Communities als Bankintranet zu nutzen, ist einfach der, dass die bekannte Plattform für das Extranet der genossenschaftlichen Finanzgruppe jetzt auch dafür benutzt werden kann, das Bankintranet zu bilden und so bereits auf bestehende Funktionen und Informationen in diesem System auch zugegriffen werden kann und durch die Integration ein deutlicher Mehrwert entsteht. Die kommenden Vorteile der Microsoft 365-Integration werden die sein, dass der jetzt rein wissensbasierte Ansatz von Agree Communities auf den kommunikationsgetriebenen Ansatz der Microsoft-Welt, insbesondere von Teams, trifft und so Mehrwerte in der Kommunikation und der Zusammenarbeit auf beiden Seiten geschaffen werden können. Hier geht es ganz wesentlich um die Verbesserung der Zusammenarbeit in der Bank auf Organisationsebene. Und wir haben uns für dieses Jahr zwei große Schwerpunkte gesetzt. Das ist zum einen die Einführung von Office M365 und die Einführung von Agree 21 Communities, zum Beispiel um ein eigenes Bankenintranet zu gestalten. Wir wissen ja aus der Corona-Zeit, wie wichtig digitales Zusammenarbeiten ist und dass die möglichst effizient ist. Und hier geht es darum, Lust auf mehr zu machen und Ihnen einen Blick in die Zukunft zu geben. Ja, insofern freue ich mich sehr, hier in Düsseldorf auf der COM mit unseren Kunden ins Gespräch zu kommen und Lust auf mehr zu machen. Das waren wirklich wieder viele spannende Informationen. Ich hoffe, Sie konnten viel für sich selbst auch mitnehmen. Morgen dreht sich alles um das Thema Steuerung und Betriebswirtschaft. Ich freue mich, Sie morgen früh wieder live bei der Morning Show begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.